Moin Moin, hier ist wieder der Jörg vom YouTube-Kanal Joggler66 mit einer weiteren Lesung des Buches von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Möchte euch gerne nochmal in Erinnerung bringen, dass dieses Buch geschrieben wurde 1865, also vor 150 Jahren. Und das ist doch ganz interessant, wenn man sieht, wie damals die Geschichte schon offengelegt wurde und wie wenig Leute sich heute damit beschäftigen oder diese Geschichte wirklich kennen. Die Ursprünge des Roms, in dem wir heute und auch damals natürlich schon gelebt haben. Wie gesagt, dieses zweite Kapitel, wo ich hier jetzt im letzten Teil bin, um das zu lesen, ist eigentlich gar nicht so lang, aber mit den ganzen Noten dabei dauert es eine ganze Weile und mal sehen, ob ich das heute schaffe, das zu Ende zu bringen, obwohl ich da irgendwo meine Zweifel habe. Diejenigen, die mitlesen, jedenfalls, können das tun. Ich bin im Augenblick auf Seite 75 in dem Buch, im dritten Paragraphen. Wir hatten letztes Mal abgeschlossen mit dem Orpheus-Hymnen, Tochter des Saturn, verehrungswürdige Herrin, die du wohnst mitten unter des großen Feuers ewiger Flamme. In dir bestimmten die Götter ihre Wohnstatt, des sterblichen Geschlechts der Grundlage, fest und stark. Und sind dann da halt weiter drauf eingegangen, über die, was das Haus und die Wohnung eben bedeutet. Und habt ja noch die ganze Fußnote gelesen vom Anhang I, wie ihr euch ja wahrscheinlich noch erinnert. Und jetzt fahre ich halt im Text in diesen Paragraphen hier fort. Auch wenn Vesta mit Feuer in Verbindung gebracht wird, tritt doch eben diese Eigenschaft Vestas als Wohnstatt klar zutage. So spricht Philolaus von einem Feuer mitten im Zentrum der Welt und nennt es, zwischen Anführungsstrichen, die Vesta des Universums, das Haus Jupiters, die Mutter der Götter. In Babylon war die Bezeichnung für die Muttergöttin als Wohnstätte Gottes Sacca, Sacca, oder in der bestimmten Form Sacta, Sacta, das heißt Wohnung. Daher werden heute die großen Göttinnen in Indien, die all die Macht des Gottes ausüben, den sie repräsentieren, Sakti oder Wohnung genannt. Man glaubte also, dass in ihr, der Wohnung oder dem Tempel Gottes, nicht nur alle Macht, sondern auch alle Gnade und Güte wohnten. Man meinte, jede Eigenschaft der Sanftmut und Barmherzigkeit habe in ihr den Mittelpunkt. Und als der Tod, Entschuldigung, und als der Tod ihren Lauf beendet hatte, und man erzählte, dass sie zur Göttin erhoben und in eine Taube verwandelt wurde, darüber sprachen wir ja schon mal, um die himmlische Güte ihres Wesens auszudrücken, wurde sie Dione genannt. Oder auch Dione, der Name der Mutter der Venus, häufig auch auf Venus selbst angewandt, ist offenkundig derselbe Name wie der oben genannte, also Dione. Dione, womit Venus gemeint ist, wird von Ovid eindeutig auf die babylonische Göttin angewandt. Also, sie wurde Dione, Taube genannt. Oder ohne Artikel Juno. Das ist der Name der römischen Königin des Himmels, was genau dieselbe Bedeutung hat. Taube, Juno, Königin des Himmels. Und in Gestalt einer Taube wurde sie von den Babyloniern ebenso wie in ihrer eigenen Gestalt verehrt. Die Taube, das für diese zur Göttin erhobene Königin gewählte Symbol, wird allgemein mit einem Olivenzweig in ihrem Schnabel dargestellt. Das sehen wir jetzt hier in dem Video auf der Abbildung 25, das ich hier einblenden werde. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein ziemlich oft gewähltes Symbol und wird ja auch oftmals mit den Vereinten Nationen in Zusammenhang gebracht, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Auf jeden Fall wird sie also als mit einem Olivenzweig in ihrem Schnabel dargestellt, wie wir in der Abbildung sehen können, da sie auch in ihrer menschlichen Gestalt mit dem Olivenzweig in ihrer Hand gezeigt wird. Und höchstwahrscheinlich wurde von dieser Darstellungsform der Name abgeleitet, unter welchem sie allgemein bekannt ist. Denn Semiramit bedeutet die Zweigträgerin. Wenn die Göttin auf diese Weise als Taube mit Olivenzweig dargestellt wurde, kann kein Zweifel bestehen, dass das Symbol zum Teil einen Bezug zu der Sintflutgeschichte hatte. Erinnert ihr euch?
Nach der Sintflut hat Noah eine Taube ausgeschickt, die mit einem Olivenzweig in dem Schnabel zurückkam. Aber es steckte weit mehr in dem Symbol als nur eine Erinnerung an dieses große Ereignis. Der Zweig war, wie bereits nachgewiesen, das hatten wir schon gelesen, das Symbol des zum Gott erhobenen Sohnes. Und wenn die zur Göttin erhobene Mutter als Taube dargestellt wurde, was konnte dann diese Darstellung anderes bedeuten, als sie mit dem Geist aller Gnade gleichzusetzen, der gleich einer Taube über den Tiefen der Schöpfung brütete oder flatterte, wenn ich euch da eben dran erinnern darf, so wie es im ersten Buch Genesis, also im ersten Buch Mose in Genesis vorkommt, einer der ersten Verse in der Bibel. Der Geist Gottes flatterte über die Wasser. Denn bei den Skulpturen in Ninive stellten die Flügel und der Schwanz der Taube das dritte Glied der abgöttischen assyrischen Dreieinheit dar. Zur Bestätigung dieser Auffassung muss gesagt werden, dass die assyrische Juno, die Jungfrau Venus, wie sie genannt wurde, mit der Luft in Verbindung gebracht wurde. So sagt Julius Firmicus, Zitat, die Assyrer und ein Teil der Afrikaner wünschen sich, dass die Luft die Oberherrschaft über die Elemente hat, da sie eben dieses Element unter dem Namen Juno oder Jungfrau Venus geweiht haben. Zitat Ende. Warum wurde die Luft auf diese Weise mit Juno in Verbindung gebracht, deren Symbol das der dritten Person der assyrischen Dreieinigkeit war? Aus dem einen Grund. Im Chaldäischen bedeutet das Wort für Luft gleichzeitig auch Heiliger Geist. Aus dieser Erkenntnis erklärt sich die Aussage von Proklus vollständig. Zitat, Juno bedeutet die Zeugung der Seele. Zitat Ende. Woher konnte die Seele, der Geist des Menschen wohl kommen, wenn nicht vom Geist Gottes? In Übereinstimmung mit dieser Eigenschaft der Juno als Verkörperung des göttlichen Geistes, der Quelle des Lebens und auch als Göttin der Luft, wird sie in den Orpheus-Hymnen folgendermaßen angerufen. Ich lese jetzt das Zitat aus den Orpheus-Hymnen, werde aber, bevor ich das tue, die kleine Erklärung dazu abgeben, dass jeder Klassikleser sich bewusst sein wird, wenn ihr das kennt, dass Juno mit der Luft in Verbindung gebracht wird. Folgendes jedoch wird als weitere Veranschaulichung des Themas von Proklus nicht fehl am Platz sein. Die Reihe unserer höchsten Herrin Juno, beginnend von ganz oben, dringt durch bis zum letzten aller Dinge. Und ihr Anteil im Gebiet unterhalb des Mondes ist die Luft. Denn Luft ist ein Symbol für die Seele. Und dementsprechend wird auch die Seele Geist genannt. Also, lesen wir das, was in den Orpheus-Hymnen steht. O königliche Juno, von majestätischer Miene, in Luftgestalt, göttliche Königin, von Jupiter gesegnet, thronend im Herzen der blauen Luft. Die Rasse der Sterblichen ist deine ständige Sorge, die kühlenden Stürme ruft deine Macht allein hervor, die Leben nähren, die jedes Leben wünscht. Von dir allein, Mutter der Winde und des Regens, die alle Dinge hervorbringt, gibt es sterbliches Leben. Die ganze Natur zeigt dein göttliches Wesen, und die allumfassende Herrschaft liegt bei dir, ja nur. Von dir geschüttelt brüllt der brausende Fluss und die anschwellende See mit des Windes pfeifenden Stoß. Ende von dieser kleinen Lesung hier. Das tut mir richtig leid, dass ich das so lesen muss, weil mit Gott und der Bibel hat das ja nun überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Die zur Göttin erhobene Königin, die in jeder Hinsicht als die wahre Frau betrachtet wurde, wurde also gleichzeitig als die Verkörperung des Heiligen Geistes angebetet. Der Heilige Geist ist eine der Personen, die Gott darstellt, möchte ich mal eben in Erinnerung rufen, und nicht irgendeine Frau. Das ist allein schon mal dieser heidnische Ursprung hier. Also, sie wurde gleichzeitig als Verkörperung des Heiligen Geistes angebetet, des Geistes des Friedens und der Liebe. Im Tempel von Hierapolis in Syrien stand eine berühmte Statue der Göttin Juno, um deren Anbetung willen Scharen von Menschen aus allen Richtungen zusammenströmten. Die Statue der Göttin war prächtig gekleidet. Auf ihrem Haupt saß eine goldene Taube und man gab ihr einen Namen, der für das Land charakteristisch war. Semeion. Was bedeutet Semeion?
Es heißt offensichtlich die Wohnung. Und die goldene Taube auf ihrem Haupt zeigt deutlich, wer in ihr wohnen sollte, nämlich der Geist Gottes. Kein Wunder, dass sie überall mit Begeisterung angebetet wurde, wenn man ihr solch eine außerordentliche Würde verlieh, ihr solch gewinnende Eigenschaften zuschrieb und sie neben alledem durch ihre Statuen als Venus Urania präsentierte. Das war die himmlische Venus, die Königin der Schönheit, die ihren Verehrern die Erlösung zusicherte, während sie jeglicher unheiligen Leidenschaft und jeglicher verdorbenen und sinnlichen Lust die Zügel lockerte. Unter dem Namen Mutter der Götter wurde die Königin Göttin Babylons zum Gegenstand fast weltweiter Anbetung. Die Mutter der Götter, so Klerikus, Zitat, wurde von den Persern, den Syrern und allen Königen Europas und Asiens mit der tiefsten religiösen Verehrung angebetet. Zitat Ende. Tacitus sagt, dass die babylonische Göttin im Herzen Germaniens verehrt wurde. Und Cäsar sah, als er in Britannien einfiel, dass die Priester dieser Göttin, bekannt als Druiden, vor ihm dort gewesen waren. Herodot bezeugt aus persönlicher Erfahrung, dass diese Königin des Himmels in Ägypten die größte und am meisten verehrte aller Gottheiten war. Es ist erstaunlich, welch faszinierenden Einfluss ihre Anbetung ausübte, wo auch immer diese eingeführt wurde. Man könnte wirklich sagen, dass die Völker vom Wein ihrer Unzucht trunken gemacht wurden. Das lesen wir ja in Offenbarung 17. Wieder mal ein Bezug zu Rom, der Stadt auf den sieben Hügeln. Und jetzt folgt ein ganz wichtiger Satz. So tief schauten die Juden, insbesondere in den Tagen Jeremias, in ihren Weinbecher. So bezaubert waren sie von ihrer abgöttischen Anbetung. Ihr erinnert euch, Jeremia, der hat fünfmal in seinem Buch die Königin des Himmels erwähnt. So bezaubert waren sie von ihrer abgöttischen Anbetung, dass sie nicht dazu bewegt werden konnten, sie aufzugeben, selbst nachdem wegen eben dieser Angelegenheit Jerusalem niedergebrannt und das Land verwüstet worden war. Während sie in Ägypten als verlassene Verbannte wohnten, waren sie ebenso sehr dieser Form des Götzendienstes ergeben wie die Ägypter selbst, anstatt Zeugen für Gott gegen das Heidentum um sie her zu sein. Jeremia wurde von Gott gesandt, um den Zorn gegen sie anzukündigen, wenn sie fortfuhren, die Königin des Himmels zu verehren. Aber diese Warnungen waren vergeblich. Der Prophet schreibt, Zitat, und alle Männer, die wussten, dass ihre Frauen anderen Göttern Rauchopfer darbrachten, und alle Frauen, die in großer Menge dastanden, und das ganze Volk, das im Land Ägypten in Patros wohnte, antwortete dem Jeremia, was das Wort betrifft, das du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so werden wir nicht auf dich hören, sondern wir wollen bestimmt all das tun, was aus unserem eigenen Mund hervorgegangen ist. Der Königin des Himmels Rauchopfer bringen und ihr Trankopfer spenden, so wie wir es getan haben, wir und unsere Väter, unsere Könige und unsere Obersten, in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem. Da hatten wir Brot in Hülle und Fülle, und es ging uns gut, und wir sahen kein Unglück. Das lesen wir so in Jeremia 44, Vers 15 bis 17, wo wir ja wissen, dass im Jeremia im 44. Kapitel Königin des Himmels viermal und bei Jeremia in total fünfmal erwähnt wurde. So taten es die Juden, Gottes besonderes Volk, den Ägyptern in ihrer Hingabe an die Königin des Himmels gleich. Abfall vom Glauben haben wir hier. Die Verehrung der Muttergöttin mit dem Kind in ihrem Arm wurde weiterhin in Ägypten beibehalten, bis das Christentum aufkam. Wenn das Evangelium mit Macht über die breite Masse des Volkes gekommen wäre, wäre die Anbetung dieser Königin-Göttin gestürzt worden. Im Allgemeinen hielt es nur dem Namen nach Einzug. Anstatt die babylonische Göttin zu vertreiben, änderte man daher allzu oft lediglich ihren Namen. Sie wurde Jungfrau Maria genannt und mit ihrem Kind von bekennenden Christen,
mit demselben abgöttischen Gefühl verehrt wie ehemals von freimütig bekennenden Heiden. Hallo? Wir sprechen hier über die Ursprünge Roms und der römisch-katholischen Kirche, die heute noch genau eben diese Lehre vertritt. Sobald der Papst irgendwo ein Maria-Bild oder eine Maria-Statue sieht, wirft er sich auf die Erde und betet sie an. Er betet Semiramis an und erhebt damit die Mutter über den Sohn. Nichts geht über Jesus. Die Folge war, fährt der Autor fort, dass im Jahre 325 nach Christus, als das Konzil zu Nicäa einberufen wurde, um die Häresie von Arius zu verurteilen, der die wahre Göttlichkeit Christi leugnete, diese Häresie tatsächlich verurteilt wurde. Jedoch geschah dies nicht ohne die Hilfe von Menschen, die klar den Wunsch äußerten, dass das Geschöpf auf eine Stufe mit dem Schöpfer und die jungfräuliche Mutter an die Seite ihres Sohnes gestellt wird. Das nenne ich Häresie. Aber das ist römisch-katholische Lehre. Der Autor von Nimrod, also von dem Buch Nimrod, sagt, die melchitische Gruppe, das heißt die Vertreter der sogenannten Christenheit Ägyptens, habe anlässlich des Konzils von Nicäa behauptet, Zitat, dass es in der Dreieinigkeit drei Personen gab, den Vater, die Jungfrau Maria und den Messias, ihren Sohn. Zitat Ende. Die Dreieinigkeit, die Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Englischen heißt das auch die Trinity. Die Lehre der Dreieinigkeit ist unbiblisch. Sie ist unbiblisch. Es gibt einen Gott. Und im Himmel gibt es drei, die Zeugnis ablegen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber diese drei sind eins. Keine Dreieinigkeit, keine Trinity, wie man das im Englischen sagt. Das ist falsche römisch-katholische Lehre. Und ganz besonders bei den Katholiken, weil man nämlich aufpassen muss, dass da eben der Sohn, Jesus Christus, der Papst ist. Ganz gefährliche Sache. Also haltet euch von so etwas weg. Ein Gott gibt es, der sich in verschiedenen Formen oder Personen äußern kann. Als Vater, als Sohn oder als Heiliger Geist. Aber diese Dreieinigkeitslehre, der Vater, die Jungfrau Maria und den Messias, ihren Sohn, das ist das meist Unbiblische, was ich bis jetzt gelesen habe, wie hier die Jungfrau Maria anstatt des Heiligen Geistes in die Gottheit erhoben wird. Aber gut, der Autor fährt fort. In Bezug auf diese verblüffende Tatsache, die durch das Konzil von Nicäa ans Tageslicht gebracht wurde, stellt Professor Newman freudig fest, dass diese Diskussionen in Richtung der Verherrlichung Marias zielen. Das ist ja wohl deutlich, ne? Er sagt, Zitat, die Kontroverse warf somit eine Frage auf, die sich nicht erklärte. Sie entdeckte eine neue Sphäre im Reich des Lichts. Ja, welches Licht denn? Wenn wir es so sagen können, mit welcher die Kirche ihre Glieder noch nicht betraut hatte. Es war also ein Wunder im Himmel. Weit über allen geschaffenen Mächten wurde ein Thron gesehen, vermittelnd, fürsprechend, ein Urtitel, eine Krone, strahlend wie der Morgenstern, eine Herrlichkeit vom ewigen Thron ausgehend, Gewänder so rein wie der Himmel und ein Zepter über allem. Und wer war die auserwählte Erbin dieser Majestät? Wer war diese Weisheit und wie hieß sie, die Mutter reiner Liebe und der Ehrfurcht und der heiligen Hoffnung, gepriesen wie eine Palme in Engedi, und eine Rose in Jericho, nach Gottes Ratschluss von Anbeginn geschaffen vor der Welt, und in Jerusalem war ihre Macht? Die Vision finden wir in der Offenbarung. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Nun, der Autor schreibt hier in einer Fußnote genau das, was ich dachte, als ich dies zum ersten Mal las. Der Teufel sitzt im Detail.
Man muss gut verstehen, was man hier liest oder gerade gelesen hat. Was sagt die Fußnote denn? Wer dies mit Verstand liest, und da bitte ich ja wohl und hoffe ich darum, dass jeder das tut, wenn er das Buch hier folgt, wird auf einen Blick die Absurdität der Anwendung dieser Vision von der Frau der Offenbarung auf die Jungfrau Maria erkennen. Johannes erklärt ausdrücklich, dass das, was er sah, ein Zeichen oder Symbol, Semeion, war. Wenn die Frau hier eine buchstäbliche Frau ist, muss es die Frau, die auf den sieben Bergen sitzt, ebenso sein. In beiden Fällen ist die Frau ein Symbol. Die Frau auf den sieben Bergen ist das Symbol der falschen Gemeinde, die mit der Sonne bekleidete Frau das Symbol der wahren Gemeinde, die Braut, die Frau des Lammes, die Braut Christi. Weiter schreibt er: Die inbrünstigen Verehrer Mariens überschreiten die Grenzen des wahren Glaubens nicht, es sei denn, die Lästerer ihres Sohnes beachten sie. Die Kirche Roms ist nicht abgöttisch, es sei denn, Arianismus ist Orthodoxie. Nun, Arianismus, das ist die Lehre, dass der Vater alleine Gott ist. Hierzu brauche ich nur die Bibel aufzuschlagen, die besagt im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Aber die Lehre, dass der Vater alleine Gott ist, nimmt die Göttlichkeit von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Erlöser. Und ich habe jetzt keine Lust, mich hier stundenlang mit Arianismus rumzuschlagen, aber das ist auch eine Falschlehre. Also, die Kirche Roms ist nicht abgöttisch, es sei denn, Arianismus ist Orthodoxie. Nun, nach meinem, also Jörg, seinem Verständnis, ist Arianismus keine Orthodoxie. Jedoch sind beide Doktrinen nicht sola scriptura, und von daher erübrigt sich für mich hier jede weitere Diskussion zu dem Thema. Am Ende auf Seite 78 fährt der Autor fort. Das ist die Dichtkunst der Gotteslästerung. Genau. Sie enthält auch eine Behauptung. Aber worauf läuft diese hinaus? Sie läuft daraus hinaus, dass, gibt man zu, dass Christus wirklich und eigentlich Gott ist und göttlicher Ehren wert ist, man ebenfalls zugeben muss, dass seine Mutter, von welcher er lediglich seine menschliche Natur erhielt, das gleiche ist, dass sie weit über die Stufe aller Geschöpfe hinaus erhoben werden und als Teilhaberin der Gottheit angebetet werden muss. Die Göttlichkeit Christi steht oder fällt also mit der Göttlichkeit seiner Mutter. Das ist die Lehre der Heiden. Die Lehre der Bibel besagt, dass Jesus deswegen ohne Fehl und Tadel ist, geboren ist, weil er aus einer Jungfrau geboren wurde durch den Samen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist in Maria eingefahren und Maria war nichts weiter als das, was man im Englischen so schön als Vessel bezeichnet, war nichts weiter als ein Medium, das dafür gesorgt hat, dass die Person Jesus Christus als Mensch auf diese Erde kommen konnte und als zweiter Adam und später durch sein Blutvergießen am Kreuz dafür sorgen konnte, dass wir von unseren Sünden erlöst werden, wenn wir an ihn und an seine Auferstehung und an seine Gerechtigkeit und an seine Göttlichkeit glauben. Aber bei den Heiden steht und fällt die Göttlichkeit Christi also mit der Göttlichkeit seiner Mutter. Wo steht denn bitte schön in der Bibel drin? Zeigt mir mal die Stelle, dass Maria göttlich ist. Das Einzige, was sie nicht war, oder besser gesagt, das Einzige, was sie war eine Jungfrau zur Zeit, als sie Jesus geboren hatte, weil sie vorher keinen Verkehr hatte mit ihrem Ehemann. Dem gesagt wurde, dass er keinen Verkehr mit ihr haben soll, weil sie wird erst einen Sohn gebären, den sie Immanuel nennen sollen. Der heißt Gott mit uns. Jesus. Seine Mutter
ist, wo man auch im Neuen Testament liest, nicht göttlich. Und Jesus selber spricht von ihr im ganzen Neuen Testament selbst nicht ein einziges Mal als, Zitat, meine Mutter. Es ist die Frau. Also, nicht besonders göttlich, Maria. Damit will ich jetzt Maria gar nicht irgendwie irgendwas wegnehmen, aber ich mache sie zu dem, was sie eigentlich ist. Eine ganz normale Frau, die von Gott gebraucht wurde, um die Prophezie zu erfüllen, um Jesus zu gebären. Und sie ist nicht göttlich. Das ist, fährt der Autor fort, das Papsttum des 19. Jahrhunderts. Ha! Es ist auch das Papsttum des 21. Jahrhunderts, in dem wir heute leben. Ja, das ist das Papsttum in England, das zu der Zeit 1865 wieder auferstanden war und den Protestantismus verdrungen hat in England damals. Das ist genau die Zeit, zu der James Aitken Wiley das Buch Rome and Civil Liberty geschrieben hat, das mein guter Freund und Bruder in Jesus Tom Fress im Augenblick von Inquisition Update auf First Amendment Radio liest. Und das kann ich jedem nur ganz, ganz warm ans Herz legen, sich diese Lesung von Tom anzutun. Nachdem er The Global Vatican, der globale Vatikan, von dem ehemaligen Botschafter der Vereinigten Staaten zum Vatikan, Francis Rooney, gelesen hat, hat er das Buch angefangen, Rome und Civil Liberty. Und ich kann euch sagen, die zwei passen zusammen. Das ist unglaublich, dass er die beiden Bücher hintereinander ausgewählt hat, ist wunderbar, weil sie gehen wunderbar einander über. Auch sind sie vom Schreiben her knapp 150 Jahre entfernt. Aber das, was James Aitken Wiley über die römisch-katholische Kirche und deren Aufstieg in England im Jahr in den Jahren 1850 bis 1865 in der Zeit ungefähr beschreibt, ist genau das, womit Francis Rooney sich brüstet in seinem globalen Vatikan, wo er Botschafter war zwischen 2005 und 2008, dass eben die römisch-katholische Kirche, dass der Vatikan die gesamte Außenpolitik und Innenpolitik von Amerika am Führen ist. Damit brüstet er sich in dem Buch. Das muss man wirklich mal gelesen haben. Francis Rooney ist ein Malteserritter. Das kommt aus der Brust eines durch und durch Katholiken. Das ist das Papsttum des 19. Jahrhunderts, schreibt Alexander Hislop hier. Ja, das ist das Papsttum in England. Man wusste bereits, dass das Papsttum im Ausland kühn und schamlos in seinen Gotteslästerungen war, dass in Lissabon eine Kirche zu sehen ist, auf deren Stirnseite Folgendes eingemeißelt ist. Zitat: Der jungfräulichen Göttin von Loreto widmete das ihrer Göttlichkeit ergebene italienische Volk diesen Tempel. Zitat Ende. Aber wann wurde je bisher in Britannien so etwas vernommen? Dies ist jedoch nur die exakte Imitation der Lehre des alten Babylon über die große Muttergöttin. Die Madonna Roms ist dann die Madonna Babylons. Die Königin des Himmels in dem einen System ist dieselbe wie die Königin des Himmels im anderen System. Die in Babylon und Ägypten als Wohnung oder Wohnstätte Gottes verehrte Göttin ist identisch mit derjenigen, die Rom unter dem Namen Maria, gottgeweihtes Haus, furchtbare Wohnstätte, Wohnhaus Gottes, Wohnung des Heiligen Geistes, Tempel der Dreieinigkeit nennt. Nun, mancher wird möglicherweise geneigt sein, eine solche Ausdrucksweise zu verteidigen, indem er sagt, der Schrift zufolge sei jeder Gläubige ein Tempel des Heiligen Geistes. Und was könne es daher schaden, wenn man von der Jungfrau Maria, die unzweifelhaft eine Heilige Gottes war, unter diesem Namen oder Namen von ähnlicher Bedeutung spreche? Nun, es ist ohne Zweifel wahr, was Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 3, Vers 16 sagt, Zitat: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ende Zitat. Es ist nicht nur wahr,
sondern es ist eine große und gesegnete Wahrheit, eine Wahrheit, die jede genossene Wohltat vergrößert und jeder Schwierigkeit, die einen überkommt, den Stachel nimmt. Und jeder echte Christ hat mehr oder weniger erfahren, was in folgenden Worten desselben Apostel enthalten ist, wenn wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 16 lesen, Zitat, »Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat.« Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Zitat Ende. Man muss auch zugeben, und zwar voller Freude, dass dies das Innewohnen aller Personen der herrlichen Gottheit einschließt. Denn der Herr Jesus hat gesagt, wie wir im Johannes Kapitel 14, Vers 23 lesen können, Zitat, »Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Zitat Ende. Aber während man all dies zugesteht, wird man bei näherer Untersuchung herausfinden, dass die päpstlichen und die biblischen Vorstellungen, die durch diese Ausdrücke übermittelt wurden, sich doch im Wesentlichen unterscheiden, auch wenn sie anscheinend ähnlich sind. Wenn gesagt wird, ein Gläubiger sei ein Tempel Gottes oder ein Tempel des Heiligen Geistes, bedeutet dies, dass Christus durch den Glauben im Herzen wohnt, wie wir im Epheser Kapitel 3, Vers 17 nachlesen können. Wenn jedoch Rom sagt, Maria sei der Tempel oder die Wohnung Gottes, so wohnt dem die exakte heidnische Bedeutung des Begriffes inne, nämlich dass die Einheit zwischen ihr und der Gottheit der Wesenseinheit der göttlichen und menschlichen Natur Christi gleicht. Die menschliche Natur Christi ist die Wohnung Gottes, insofern als der heilige Gott unsere Natur annahm und so die göttliche Natur ihre Herrlichkeit derart verschleiert hat, dass wir ihm ohne erdrückende Angst nahe kommen können. Auf diese herrliche Wahrheit bezieht sich Johannes, als er sagt in Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte, oder wörtlich, hatte seine Wohnung unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ende Zitat. Nun, ich lese dieses Zitat vom 1. Johannes 1, Vers 14 gleich nochmal, weil ich persönlich lieber die Übersetzung weilte als wohnen gebrauche. Das kann man als Auslegungssache bezeichnen, aber wie gesagt, da die Wohnung hier auch öfter als das Heidnische gebraucht wird, ziehe ich die Übersetzung weilen gegenüber dem Wohnen fort. Und dann liest sich das wie folgt. Das Wort wurde Fleisch und weilte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Zitat Ende. In diesem Sinne ist Christus, der Gottmensch, die einzige Wohnung Gottes. In exakt diesem Sinne nennt Rom Maria die Wohnung Gottes oder des Heiligen Geistes. Folgendes schreibt der Autor eines katholischen Werkes, das der Erhöhung der Jungfrau gewidmet ist. Ja, der Erhöhung der Jungfrau, da sieht man ja schon, was für einen Gedanken der hat. Und indem alle Christus eigenen Titel und Vorrechte Maria und nicht Christus verliehen werden. Zitat, siehe, die Wohnung Gottes, das Wohnhaus Gottes, die Wohnstätte, die Stadt Gottes ist bei den Menschen und in den Menschen und für die Menschen zu ihrer Erlösung und Erhöhung und ewigen Verherrlichung. Ist es wirklich klar, dass dies von der Heiligen Kirche wahr ist? Und in ähnlicher Weise auch ebenso wahr von dem heiligsten Sakrament des Leibes des Herrn? Ist es wahr in einem jeden von uns, sofern wir wirklich Christen sind? Unzweifelhaft, aber wir müssen dieses Geheimnis betrachten, wie es in einer besonderen Weise in der heiligsten Mutter unseres Herzens besteht. Zitat Ende. Der Autor bemüht sich zu zeigen, dass Maria mit Recht als die Wohnung Gottes bei den Menschen bezeichnet wird. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass ja alle Christen der Tempel Gottes sind, sondern in einem besonderen Sinn. Er fährt mit ausdrücklichem Bezug auf sie in dieser Eigenschaft als Wohnung fort. Zitat, wahrlich, großartig ist der Vorteil, einzigartig ist das Vorrecht, dass die Wohnung Gottes bei den Menschen ist, durch welche die Menschen sicher dem menschgewordenen Gott nahe kommen können.
Zitat Ende. Hier wird das ganze vermittelnde Herrlichkeit, die ganze vermittelnde Herrlichkeit Christi, des Gottmenschen, in welchem all die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, auf Maria übertragen oder zumindest mit ihr geteilt. Was wir gerade gelesen haben, da wird die ganze vermittelnde Herrlichkeit Christi, des Gottmenschen, in welchem all die Fülle der Gottheit, der gesamten Gottheit, leibhaftig wohnt, auf Maria übertragen. Und deswegen müssen die Katholiken ständig Ave Maria beten und Maria-Statuen anbeten und Kerzen für sie anzünden und, und. Obige Auszüge, die ich also gerade vorgelesen habe, sind einem Werk entnommen, das vor mehr als 200 Jahren veröffentlicht wurde, also heutzutage 350 Jahre lang zurückrechnen. Hat sich das Papsttum seit damals gebessert? Hat es seine Gotteslästerungen bereut? Hat Rom sich jemals geändert? Hat Rom jemals irgendetwas bereut? Nein. Ganz im Gegenteil, Rom verändert sich niemals. Das bereits genannte Zitat von Professor Newman beweist dies, aber es gibt noch stärkere Beweise, wenn ihr welche braucht. In einem kürzlich veröffentlichten Werk wird die gleiche gotteslästerliche Vorstellung sogar noch deutlicher entfaltet. Während Maria gottgeweihtes Haus und Tempel der Dreieinigkeit genannt wird, wird folgendes Ruf- und Antwortspiel aufzeigen, in welchem Sinne sie als der Tempel des Heiligen Geistes betrachtet wird. Das wird folgendermaßen übersetzt. Frage. Der Herr selbst schuf sie im Heiligen Geist. Ruf. Und sie goss aus unter alle seine Werke. O Herren, höre! Und so weiter und so weiter. Jetzt folgt mal eben eine kleine Fußnote. Von mir. Warum? Weil wir über ein Werk sprechen, das der Autor hier gerade eben anspricht, und in der Fußnote lernen wir, dieses Werk hat das Imprimatur von Nikolas, Bischof von Melipotamus. Dieser Nikolas, Bischof von Melipotamus, ist jetzt, also um die Zeit um 1865, Kardinal Wiseman. Und hier bin ich nochmal sehr dankbar, dass ich Tom und seiner Lesung Rome and Civil Liberty gefolgt bin, weil da habe ich gelernt, wer Cardinal Wiseman war, zu der Zeit ist. Deswegen verweise ich hier auch, um zu lernen, wer Cardinal Wiseman ist, auf die Lesung von Tom Fress von Inquisition Update. Im Augenblick macht er die auf First Amendment Radio von dem Buch Rome and Civil Liberty von James Aiken Wiley. Cardinal Wiseman, ein Sohn des Papstes, weil ein Kardinal ist ein Sohn des Papstes, das ist die Bedeutung eines Kardinals der römisch-katholischen Kirche, war der Verantwortliche für die Einführung der Diözesen in England um 1865. Er verlas die erste Bulle des Papstes, und was eine Bulle ist, habe ich ja in meiner deutschen Lesung Herrscher des Bösen auch erklärt, Rulers of Evil, das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, die ersten zwei Videos davon sind jetzt schon raus in der Zwischenzeit. Wenn ich das hier lese, wenn ich das hier jetzt als Video veröffentliche, wahrscheinlich schon mehr. Also schaut euch das gerne mal an, Herrscher des Bösen. Dieser Cardinal Wiseman verlas die erste Bulle des Papstes in seiner Diözese, um England wieder unter die Kontrolle des Papstes zu bringen. Er, Cardinal Wiseman, war der Verantwortliche des Vatikan, England zurück unter päpstliche Kontrolle zu bringen. Und das Werk, was wir gerade eben gelesen haben, hat eben die Imprimatur von Nikolaus, Bischof of Melipotamus, der Cardinal Wiseman wirklich war. Diese verblüffende Ausdrucksweise, fährt der Autor fort, bedeutet offensichtlich, dass Maria mit dem Heiligen Geist gleichgesetzt wird. Das habe ich ja schon vor 10 Minuten mal erzählt oder so. Wenn davon gesprochen wird, dass sie ausgegossen wird über all die Werke Gottes. Ja, der Heilige Geist wird ausgegossen über uns, aber nicht Maria. Und wie wir bereits sahen, wurde so die Frau betrachtet, die von den Heiden als Wohnung oder Haus Gottes angesehen wurde. Wo wird eine solche Ausdrucksweise für die Jungfrau benutzt? Nicht in Spanien, nicht in Österreich, nicht an den dunklen Orten Kontinentaleuropas, sondern in London, dem Sitz und Zentrum der Aufklärung der Welt. Die Namen der Lästerung,
die Maria durch das Papsttum verliehen wurden, haben nicht die geringste Spur einer biblischen Grundlage, sondern finden sich alle im babylonischen Götzendienst wieder. Ja, sogar die Gesichtszüge und die Hautfarbe der römischen und babylonischen Madonnen sind die gleichen. Bis vor kurzem, als Raphael, also kurzem in seiner Zeit, als Raphael etwas von dem gewöhnlichen Pfad abwich, gab es weder etwas Jüdisches noch gar etwas Italienisches an den römischen Madonnen. Hätten diese Bilder oder Statuen der jungfräulichen Mutter die Mutter unseres Herrn darstellen sollen, wären sie natürlich entweder in die eine oder in die andere Form gegossen worden. Aber dem war nicht so. In einem Land von dunkeläugigen Schönheiten mit schwarz glänzenden Locken wurde die Madonna immer mit blauen Augen und goldenem Haar dargestellt, mit einem Aussehen, das sich völlig vom jüdischen unterschied, das man ja ganz natürlich der Mutter unseres Herrn zuschreiben würde, das aber genau mit dem übereinstimmt, was das ganze Altertum der Königin Gottin Babylons zuschreibt. In fast allen Ländern ist die große Göttin mit goldenem oder gelbem Haar dargestellt worden, wodurch ersichtlich wird, dass es einen großen Prototyp gegeben haben muss, dem sie alle entsprachen. Flava Ceres, die blonde Ceres, hätte als bedeutungslos für dieses Argument angesehen werden können, wenn sie alleine gestanden wäre. Denn in diesem Fall hätte man annehmen können, dass das Beiwort blond dem Getreide entliehen war, das angeblich unter ihrer Obhut stand. Aber auf viele andere Göttinnen wurde genau dasselbe Beiwort angewendet. Europa, von Jupiter in Stiergestalt entführt, wird die gelbhaarige Europa genannt. Minerva wird von Homer als die blauäugige Minerva und von Ovid die gelbhaarige genannt. Die Jägerin Diana, die allgemein mit dem Mond gleichgesetzt wird, wird von Anakreon als die gelbhaarige Tochter Jupiters angesprochen. Ein Titel, an den das bleiche Gesicht des Silbermondes sicherlich nie hätte denken lassen. Dione, die Mutter der Venus, wird von Theokritos als gelbhaarig beschrieben. Venus selbst wird häufig Aurea Venus genannt, die goldene Venus. Aurea, au, das lateinische Kürzel für Gold, Aureus Venus, die goldene Venus. Die indische Göttin Lakshmi, die Mutter des Universums. Man muss aufpassen, hier nicht so in Lache auszubrechen. Lakshmi, die Mutter des Universums, wird als von goldenem Aussehen beschrieben. Ariadne, die Frau des Bacchus, wurde die gelbhaarige Ariadne genannt. Folgendermaßen erwähnt Dryden ihr goldenes oder gelbes Haar. Zitat: Wo die wilden Wogen in Dianas Hafen spielen, lag die schöne, verlassene Ariadne. Dort, krank vor Gram und wahnsinnig vor Verzweiflung, zerriss sie ihr Kleid und raufte sich ihr goldenes Haar. Zitat Ende. Die Gorgo Medusa wurde von ihrer Verwandlung ebenso ihres goldenen Haares wie ihrer Schönheit wegen gefeiert. Zitat: Medusa hatte einst Charme. Ihre Liebe zu gewinnen bestrebte sich eine rivalisierende Menge begieriger Liebender. Die, welche sie gesehen haben, fanden niemals bewegendere Züge in einem lieblicheren Angesicht. Vor allem aber bekannten sie, wählte sich ihr langes Haar in goldenen Locken und glänzte anmutig. Zitat Ende. Die Nixe, die so häufig in den romantischen Erzählungen des Nordens erschien und offensichtlich der Geschichte von Ategates entliehen war, der Fischgöttin Syriens, die als Mutter der Semiramis bezeichnet und manchmal als Semiramis selbst identifiziert wurde, wurde mit eben solchem Haar beschrieben. Die Elbe, so lautet der skandinavische Name für die Nixe, ist blond, berichtet die Einleitung zu den Märchen, zwischen Anführungszeichen Märchen, von Hans Andersen. Und, Zitat, und goldhaarig spielt in lieblichster Weise auf einem Saiteninstrument. Zitat Ende. Man sieht häufig, wie sie auf der Oberfläche der Gewässer sitzt und ihr langes, goldenes Haar mit einem goldenen Kamm kämmt. Selbst als Athor, die Venus Ägyptens, als Kuh dargestellt wurde, zweifellos, um das Aussehen der durch diese Kuh repräsentierte Göttin anzudeuten, waren Kopf und Hals der Kuh vergoldet. Aureum.
Wenn daher bekanntermaßen die berühmtesten Bilder in Italien die jungfräuliche Mutter mit heller Gesichtsfarbe und goldenem Haar darstellten und die Jungfrau zu ganz Irland fast unverändert heutzutage genauso dargestellt wird, wer kann sich dann der Schlussfolgerung widersetzen, dass sie wohl nur deshalb so abgebildet wurde, weil sie demselben Prototyp wie die heidnischen Gottheiten nachempfunden worden war? Diese Übereinstimmung besteht auch nicht allein in der Haut- und Haarfarbe, sondern auch in den Gesichtszügen. Jüdische Gesichtszüge sind auffallend und haben ganz eigene Merkmale. Die Originalmadonnen haben aber überhaupt nichts von jüdischer Gestalt oder jüdischen Gesichtszügen an sich. Von denen, die persönlich beide verglichen haben, wird jedoch erklärt, dass sie in dieser Hinsicht, wie auch hinsichtlich der Hautfarbe, mit den babylonischen Madonnen übereinstimmen, die Sir Robert Kerr Porter in den Ruinen Babylons fand. Es gibt noch ein weiteres bemerkens- und beachtenswertes Kennzeichen dieser Bilder, und zwar der Nimbus oder der besondere Lichtkreis, der häufig den Kopf der römischen Madonna umgibt. Mit diesem Kreis wird auch das Haupt der sogenannten Bildnisse Christi häufig umgeben. Wo konnte ein solches Ornament seinen Ursprung haben? Wenn im Fall unseres Herrn sein Kopf nur mit Strahlen umgeben gewesen wäre, dann mag man vielleicht behaupten, dies komme von der Erzählung des Evangeliums, dass sein Angesicht auf dem heiligen Berg vor Licht strahlte. Aber wo im gesamten Bereich der Schrift? Wo im gesamten Bereich der Schrift lesen wir je davon, dass sein Kopf mit einer Scheibe oder einem Kreis von Licht umgeben war? Wonach man jedoch vergeblich im Wort Gottes suchen wird, das findet man in den künstlerischen Darstellungen der großen Götter und Göttinnen Babylons. Die Scheibe und insbesondere der Kreis waren die bekannten Symbole der Sonnengottheit. Das ist also die Sonne, die dahin dargestellt wird. Und damit bete ich die Sonne an und damit die Schöpfung und nicht den Schöpfer. Also, die Scheibe und insbesondere der Kreis waren die bekannten Symbole der Sonnengottheit und kamen in der Symbolik des Ostens reichlich vor. Mit dem Kreis oder der Scheibe war der Kopf der Sonnengottheit umgeben. Dasselbe war der Fall im heidnischen Rom. Apollo, das Kind der Sonne, wurde oft so dargestellt. Die Göttinnen, die Verwandtschaft mit der Sonne beanspruchten, waren gleichermaßen berechtigt, mit dem Nimbus oder dem leuchtenden Kreis geschmückt zu werden. Aus Pompeji ist eine Darstellung von Kirke, der Tochter der Sonne, bekannt, wie wir in Abbildung 26 hier in dem Video sehen können, deren Kopf genauso wie heute das Haupt der römischen Madonna von einem Kreis umgeben ist. Vergleicht man den Nimbus um den Kopf der Kirke mit dem der papistischen Jungfrau, so kann man erkennen, wie genau sie übereinstimmen. Und in der Fußnote gibt der Autor weitere tiefergehende Erklärung ab. Das sind Erklärungen zu dem nächsten Holzschnitt Pompeji. Das wird uns hier eingegeben. Zitat: Eines von ihnen, von den Gemälden, ist aus der Odyssee entnommen und stellt Ulysses und Kirke dar, als der Held, nachdem er den verzauberten Becher Kraft des Gegengifts ungestraft getrunken hat, das ihm Merkur gab. Es ist bekannt, dass Kirke genau wie die Venus von Babylon einen goldenen Becher hatte übrigens, sein Schwert zückt und forttritt, um seine Begleiter zu rächen, die in Schweine verwandelt worden waren, nachdem sie von ihrem Becher getrunken hatten. Hier muss ich mal eben etwas von mir selbst einwerfen. Ich habe vor Jahren eine Dokumentation gesehen von Jordan Maxwell, der ja auch einigen von euch bekannt sein dürfte. Da hat er über irgendwelche Bibelgeheimnisse rumgeratelt und ich war damals noch gar nicht fest im Glauben und habe gedacht, weil der hat ja wirklich recht, was er hier erzählt. Nach dem Motto, das Wort Church, Kirche, kommt aus dem schottischen Kirk, ja, Captain Kirk, kennt ihr? Und dass man da eben genau die griechische Göttin Circe her hat, also Kirke, die wir im Deutschen so aussprechen, Circe, im Deutschen Kirke, Circe, die durch ihren Gesang die Leute in ihre Kirche, in ihr
ihre Wohnung, hallo, lockte und sie dann in Schweine verwandelt hat und sie aufaß. Das machte damals für mich unglaublich viel Sinn, weil ich hatte ja noch nicht viel Ahnung von Babylon und Rom. Aber ich finde das schön, dass das hier mal jetzt so Jahre später wieder zurückkommt und dass wir das jetzt genau hier mal eben lesen, dass er eben hier in diesem Fall sein Schwert zieht, zückt und vortritt, um seine Begleiter zu rächen, die von der Kirche in Schweine verwandelt worden waren, nachdem sie von ihrem Becher getrunken hatten. Von dem Becher, die Hure von Babylon auch in der Hand hält. Die Göttin von Schreck erfasst, unterwirft sich sofort, wie von Homer beschrieben. Ulysses selbst ist der Erzähler. Nun such den Schweinestall, dort wälzen sich deine Freunde, sprach sie. Ich nahm mein scharfes Schwert, das neben meinem Schenkel hing, mit Blicken, die den Tod verkündeten, und stürzte mich auf sie. Diese, mit einem schrillen Angstschrei, rannte unter meinen erhobenen Arm, umfasste fest meine Knie und in schneller, klagender Rede begann sie so: Sag an, wer bist du? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Dieses Bild, fügt der Autor von Pompeji hinzu, ist bemerkenswert, da es uns über die Herkunft jenes hässlichen und nichtssagenden Heiligenscheins belehrt, mit dem die Köpfe von Heiligen oft umgeben sind. Dieser Heiligenschein wurde Nimbus oder Aureole genannt, und Servius definiert ihn so. Er ist die leuchtende Flüssigkeit, die die Häupter der Götter umgibt. Und das kommt aus dem Aeneis, wieder einmal das Werk Aeneis, das ich schon öfter erwähnt hatte. Es trifft in Besonderheit zu, dass er Kirke gehört. Der Kirche, folgens Jordan Maxwell, der Tochter der Sonne. Die Kaiser nahmen ihn mit ihrer gewöhnlichen Bescheidenheit als Zeichen ihrer Göttlichkeit an. Und unter dieser angesehenen Schirmherrschaft ging er, wie viele andere heidnische Bräuche und Formen des Aberglaubens, in das Brauchtum der Kirche über. Der römisch-katholischen Kirche, der heidnischen Kirche, nicht der wahren, von Jesus Christus gegründeten Kirche. Die Kaiser hier bekommen etwas mehr als einen gerechten Anteil an dem Tadel, der ihnen gebührt. Es waren nicht so sehr die Kaiser, die den heidnischen Aberglauben in die Kirche brachten, sondern der Bischof von Rom. Ja, es war der Bischof von Rom, der den heidnischen Aberglauben in die Kirche brachte. Die Verschmelzung des heidnischen Roms mit dem Christentum. Weil der Bischof von Rom, auch heute genannt der Papst, eben damals das heidnische Rom getauft hat in dem Mantel des Christentums. Und auf einmal wurde Jupiter, Petrus und Marie und Semiramis wurde Maria und so weiter und so weiter und so weiter. Fand ich eine interessante Fußnote, deswegen machte ich mal kurz die Abschweifung. Okay, wir fahren eben noch fort. Es könnte möglicherweise jemand glauben, schreibt der Autor weiter, dass all diese Übereinstimmungen vielleicht zufällig sind. Hätte die Madonna der Jungfrau Maria auch noch so sehr geähnelt, hätte dies natürlich nie den Götzendienst entschuldigt. Wenn aber offensichtlich ist, dass die in der päpstlichen Kirche zur höchsten Anbetung ihrer Verehrer aufgestellte Göttin eben jene babylonische Königin ist, die Nimrod oder Ninus, den Sohn, als Rivalen Christi erhob, und in ihrer eigenen Person die Verkörperung jeglicher Art von Ausschweifung war, welch dunklen Charakter prägt dies dem römischen Götzendienst auf? Was hilft es dann, den abscheulichen Charakter dieses Götzendienstes zu mildern, indem man sagt, dass das Kind, das sie zur Anbetung hochhält, Jesus heißt? Als sie mit ihrem Kind im alten Babylon angebetet wurde, trug dieses Kind einen Namen, der Christus eigen war, der seinen Charakter bezeichnete, der Jesu-Name war. Er wurde Zoroastar genannt, der Same der Frau. Aber dies hinderte nicht den glühenden Zorn Gottes daran, sich in den alten Zeiten gegen jene zu richten, die jenes Götzenbild, der Eifersucht, das zur Eifersucht reizt, wie wir in Hesekiel 8, Vers 3 lesen können, anbeteten.
Hier gehe ich nochmal eben in die nächste Fußnote ein. Es gab viele Spekulationen, sagt der Autor darüber, was dieses Götzenbild der Eifersucht aus Hesekiel 8 sein könnte. Aber wenn man bedenkt, dass das große Hauptmerkmal des alten Götzendienstes eben die Verehrung der Mutter und des Kindes war, und zwar des Kindes als fleischgewordener Sohn Gottes, ist alles klar. Vergleicht man die Verse 3 und 5 mit Vers 14, also in Hesekiel 8, so stellt sich heraus, dass die Frauen, die den Tammuz beweinten, in der Nähe des Götzenbildes der Eifersucht weinten. Hesekiel 3, Vers 8. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haar meines Hauptes, und der Geist hob mich empor zwischen Himmel und Erde und brachte mich in Gesichten, also in Visionen, Gottes nach Jerusalem, an den Eingang des inneren Tores, das nach Norden schaut, wo ein Götzenbild der Eifersucht, das die Eifersucht Gottes erregt, seinen Standort hatte. Und er sprach zu mir: Menschensohn, hebe doch deine Augen auf nach Norden. Und ich hob meine Augen auf nach Norden, und siehe, da war nördlich vom Altartor dieses Götzenbild der Eifersucht beim Eingang. Und er führte mich zu dem Eingang des Tores am Haus des Herrn, das gegen Norden liegt, und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Zitat Ende. Ebenso wenig kann die Tatsache, dass man dem Kind in den Armen der römischen Madonna den Namen Christi gab, bewirken, dass es weniger das Götzenbild der Eifersucht ist, weniger beleidigend für den Höchsten, weniger dazu geeignet, sein starkes Missfallen zu erregen, zumal offensichtlich ist, dass dieses Kind als Kind derjenigen verehrt wird, die als Königin des Himmels mit allen Merkmalen der Göttlichkeit angebetet wurde und zugleich die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde war. Bilderanbetung jeder Art verabscheut der Herr, aber Bilderanbetung einer solchen Art muss seiner Heiligkeit besonders zuwider sein. Wenn nun die von mir angeführten Fakten zutreffen, ist es dann erstaunlich, dass solch schreckliche Warnungen im Wort Gottes gegen die römische Abtrünnigkeit gerichtet werden und dass die Schalen dieses furchtbaren Zorns dazu bestimmt sind, über ihr schuldiges Haupt ausgegossen zu werden? Wenn diese Dinge wahr sind und es leugne sie, wer es vermag, wer wird es dann wagen, für das päpstliche Rom einzutreten oder es eine christliche Kirche zu nennen? Das ist doch mal ein ganz wichtiger Satz von einem Autor, Alexander Hislop, 1865. Wer wird es dann wagen, es eine christliche Kirche zu nennen? Die römisch-katholische Kirche ist nicht christlich. Gibt es jemanden, der Gott fürchtet und diese Zeilen liest, der nicht zugeben wird, dass allein das Heidentum je eine solche Lehre inspirieren konnte wie die, zu der sich die Melchiten beim Konzil zu Nicäa bekannten? Dass nämlich die heilige Dreieinigkeit aus dem Vater, der Jungfrau Maria und dem Messias, ihrem Sohn, bestand? Gibt es jemanden, der nicht mit Entsetzen vor einem solchen Gedanken zurückweichen würde? Was würde dann der Leser zu einer Kirche sagen, die ihre Kinder lehrt, eine solche Dreieinigkeit anzubeten, wie in den folgenden Zeilen beschrieben? Zitat: Herz Jesu, ich bete dich an. Herz Mariens, ich flehe dich an. Herz Josefs, rein und gerecht. In diese drei Herzen setze ich mein Vertrauen. Ich weiß, dass wir fast bei einer Stunde sind, aber ich will das jetzt noch zu Ende bringen, also haltet eben nochmal mit mir durch, weil hierzu muss ich jetzt ganz dringend eine Fußnote damit beilesen. Abgesehen davon, dass mir ganz persönlich, körperlich furchtbar schlecht wurde, als ich das gelesen habe. Herz Jesu, ich bete dich an. Herz Mariens, ich flehe dich an. Herz Josefs, rein und gerecht. In diese drei Herzen setze ich mein Vertrauen. Ja, also ich ganz sicher nicht. Und ich hoffe, ihr auch nicht. Aber zur Fußnote muss ich nochmal eben ein bisschen was erläutern, die hier jetzt kommt. What every Christian must know and do, also was jeder Christ tun und wissen sollte, wissen und tun sollte, von Reverend J. Furness, veröffentlicht von James Duffy in Dublin.
die Aussprache gerade eben, ne? Die Ausgabe dieses oben zitierten Lehrbuchs des Papsttums enthält neben der Lästerung höchst unmoralische Grundsätze, die eindeutig die Harmlosigkeit von Betrug lehrt, wenn er sich innerhalb angemessener Grenzen bewegt. Das ist typische jesuitische Lehre. Nachdem sich aus diesem Grunde ein lauter Aufschrei dagegen erhoben hat, wurde, so meine ich, diese Ausgabe dem allgemeinen Verkehr entzogen. Die Echtheit des oben wiedergegebenen Abschnitts steht jedoch völlig außer Zweifel. Ich erhielt selbst von einem Freund in Liverpool ein Exemplar der Ausgabe, das diese Worte enthält und nun in meinem Besitz ist, nachdem ich sie vorher im Exemplar von Reverend Richard Smythe von Armagh las. Nicht nur in Irland jedoch lässt man die Katholiken eine solche Dreieinigkeit anbeten, also Jesu, Maria, Josef in diesem Fall hier. Ja, Josef ist ja der Vater. Ja? Wer ist der Vater? Na. In einer Karte bzw. einem Vorsatzblatt eines Buches, herausgegeben von den päpstlichen Priestern von Sunderland, mit dem Titel Special Duty St. Mary's Church, Bishop Warmouth, 1859, lautet die vierte Ermahnung an die lieben Christen, an die sie gerichtet ist, wie folgt. Zitat: Und vergesset nie die Werke eines guten Christen, die euch während der Erneuerung der Mission so oft in Erinnerung gerufen wurden. Gesegnet seien Jesus, Maria und Josef. Jesus, Maria und Josef, ich gebe euch mein Herz, mein Leben und meine Seele. Jesus, Maria und Josef, steht mir immer bei und in der Stunde meines Todes. Jesus, Maria und Josef, empfangt meinen letzten Atemzug. Amen. Boah, mich schüttelt's. Aber ich muss es ja lesen, um es zu lehren. Um zu bewirken, dass die Anhänger Roms dieses Werk eines guten Christen leisteten, wird ein beträchtliches Bestechungsgeld ausgesetzt. Auf Seite 30 des oben erwähnten Handbuchs von Furness steht unter der Überschrift Lebensregel, Rule of Life, folgender Abschnitt. Zitat: Bevor du am Morgen aufstehst, mache das Kreuzzeichen und sage: Jesus, Maria und Josef, ich gebe euch mein Herz und meine Seele. Jedes Mal, wenn du dieses Gebet sprichst, erhältst du einen Ablass von 100 Tagen, den du den Seelen im Fegefeuer geben kannst. So, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, das gebe ich euch jetzt mal mit zum Nachdenken. Bis zum nächsten Mal. Ich lese jetzt gerade eben noch den Ende des Kapitels, weil dann sind wir im Kapitel 2 durch. Aber das war ja wohl reichlich. Hä? Bevor du am nächsten Morgen aufstehst, mach das Kreuzzeichen, da fängt es schon mal an, dann sprech dieses Gebet, Jesus, Maria und Josef, ich gebe euch mein Herz und meine Seele. Und jedes Mal, sagt der Autor, wenn du dieses Gebet sprichst, erhältst du einen Ablass von 100 Tagen, den du den Seelen im Fegefeuer geben kannst. Fegefeuer, Ablass durch Gebete. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll hier. So, heidnisch ist das, mir stehen die Haare zu Kopf. Zu Berge. Wenn das nicht Heidentum ist, was kann man dann so nennen? Und doch ist dies die Dreieinigkeit, fährt der Autor fort, die die Glieder der römisch-katholischen Kirche Irlands heute, 1865, von Kindesbeinen an zu verehren lernen. Das ist die Dreieinigkeit, die in den jüngsten Büchern katechistischer Unterweisung den Anhängern des Papsttums als der große Gegenstand der Verehrung präsentiert wird. Das Lehrbuch, das diese Lästerung enthält, kommt mit dem ausdrücklichen Imprimatur von Paulus Cullen, dem päpstlichen Erzbischof von Dublin, heraus. Wird nach alledem noch jemand sagen, dass man die römisch-katholische Kirche immer noch als christlich bezeichnen muss, weil sie sich an die Lehren der Dreieinigkeit hält? Dies taten die heidnischen Babylonier, dies taten die Ägypter, dies tun zur Stunde die Hindus in genau dem gleichen Sinne, wie es Rom tut. Sie alle erkannten eine Dreieinigkeit an. Oder beteten sie den dreieinen Jahwe, den ewigen, unsterblichen und unsichtbaren König an? Und wird jemand angesichts solcher Beweise sagen, dass Rom dies tut? Fort also mit der tödlichen Täuschung, Rom sei christlich! Es mag einst die Möglichkeit der Beschönigung bestanden haben, um eine solche Annahme zu hegen. Aber Tag für Tag zeigt sich, dass
große Geheimnis mehr und mehr in seinem wahren Charakter. Es gibt keine Sicherheit für die Seelen der Menschen in Babylon und kann sie nicht geben. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, ist der laute und ausdrückliche Befehl Gottes. Wer diesen Befehl nicht gehorcht, tut es auf eigene Gefahr. Fort also mit der tödlichen Täuschung, Rom sei christlich. Ich denke, ich gehe auf diesen letzten Abschnitt in der nächsten Lesung von Babylon nach Rom nochmal ein. Könnt ihr in der Zwischenzeit drüber nachdenken und mit mir drüber diskutieren, aber der Autor spricht mir hier aus dem Herzen meiner Seele. Ganz ehrlich. Wie viel Beweise braucht ihr noch? Wie viel Beweise braucht die Welt noch? Offenbarung 18, Vers 4. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, dass ihr nicht teilnehmt an ihren Plagen und dass ihr nicht bekommt von ihren Sünden. Gott hat ihre Übertretungen behalten. Ich zitiere das jetzt aus dem Englischen, eben mal übersetzt aus dem Kopf. Ist nicht ganz richtig, aber Offenbarung 18, Vers 4. Lest es für euch selbst. Lest die Bibel. Die Bibel ist das einzige, wahre, bewahrte Wort Gottes, das wir heute haben. Die einzige, wahre, richtige Bibel. Die König-James-Bibel von 1611. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und ihr lest nebenbei das Buch und auch die Fußnoten und Anhänge und so weiter mit durch. Und ihr nehmt da etwas von mit. Und nicht nur für euch, sondern ihr könnt es auch in eurem Familienkreis, Freundeskreis, in eurem Kreis eurer Brüder und Schwestern in Christus teilen und ihn lehren und ihn damit aufzeigen, wie wahr nur das Wort Gottes ist. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gott segne und schütze und behüte euch und er möge euch auf dem Weg behalten, auf dem schmalen Pfad, der zu dem schmalen Tor führt. Der einzige wahre Weg der Erlösung, Jesus Christus, unser Erlöser, unser Retter, das Lamm Gottes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.